Herzlich willkommen zurück zu Mr. Bauer Gaming und zwar hier wieder mit einer weiteren Episode, einem weiteren Kapitel von der Hobbs Hollow. Und zwar sind wir gerade dabei, die Aufträge von Herrn Ortega zu bearbeiten und natürlich haben wir auch noch eigene Arbeit auf dem Feld 6. Nee, das ist abgeschlossen, da schauen wir uns das gleich mal an. Also Feld 6 wurde abgeschlossen, das hat Jochen fertig gemulcht. Dann haben wir hier oben den stehen hier. Da muss man kurz mal weiterhelfen. Der ist nämlich gerade gestoppt worden, als ich kurz das Spiel gespeichert hatte. Der ist nämlich hier gerade am Rubbern. Das heißt, wir machen da gleich mal, wir helfen dem wieder weiter auf die Sprünge da. Genau, dann hört man der hier gleich mit diesen hier ansetzen. Wunderbar, der ist wieder am Tun hier und zwar ist das Margret wahrscheinlich. Ja, Margret, die hier wieder am Tun ist. Dann schicken wir den hier los. Wir haben uns mit Herrn Ortega geeinigt, dass wir hier die Stroh einsammeln können und da er momentan keine Tierzucht hat, hat er gesagt, wir könnten das entweder verkaufen oder behalten. Wir haben genügend Stroh im Moment, das heißt, wir würden hier einfach dann das Verkaufen fahren. Also hier werden wir einen Kurs laden und zwar sind wir hier auf dem Vertragsfeld 51 und zwar werden wir hier diesen Kurs dann eigentlich einfach fahren. Und zwar erster Wegpunkt. Er soll jetzt hier diese Ballen wickeln. Hervorragend, das ist, der ist auch im Tun hier. Dann gehen wir gleich zum Feld 56. Das ist das, was wir jetzt dann abernten werden hier. Den Vertrag hier. So. Das ist auch im Gange. Ich habe beim letzten Kapitel klar versprochen, dass ich heute auf die Kommentare, die in den letzten paar Kapiteln gekommen sind, von den Zuschauern, von euch, ein bisschen darauf eingehen werde. Und das werde ich jetzt auch hier gleich machen, ohne weiter da Zeit zu verlieren. Sobald hier alle im Tun sind, können wir hier einmal erstmal ein bisschen zurücklehnen, weil im Moment alles eigentlich läuft. Daher mache ich mal kurz den Ton aus vom FS, vom LS und nehme mir die Zeit hier kurz. Also ich möchte mich mal ganz herzlich bei all den bedanken, die überhaupt einen Kommentar gegeben haben, die sich geäußert haben, wie sie die Idee finden und so weiter. Zum Beispiel Jochen, der gesagt hatte, weiter so, das mache ich auch gerne hier weitermachen. Das ist definitiv ein Projekt, das mir ein bisschen am Herzen liegt, da vor allem, weil es eben dann ein großes interaktives Konzept sein kann, vielleicht auch wird. Das ist definitiv ein Multiplayer, den wir dann irgendwann mal hier starten, hier, sobald wir hier ein bisschen Fuß gefasst haben. Des Weiteren sagt Jochen, die Story baut sich selber auf, daher lassen wir deine Aussage langweilig mal außen vor. Ich persönlich finde es spannend zu sehen, in welche Richtung es geht. Dass du Geschichte einbringst, ist passend. Bis jetzt ist es eine runde Sache. Weiter so. Jochen, du weißt gar nicht, was mir das bedeutet, dieses positive Feedback. Aufgrund der Zahlen, wie die Videos gesehen werden, bin ich noch nicht ganz sicher. Auf jeden Fall werde ich erstmal noch in 5-6 Folgen sicher noch anhängen, bevor ich dann ein Urteil fälle, wie es geht. Aber auf jeden Fall ganz, ganz, ganz herzlichen Dank für deinen Kommentar diesbezüglich. Dann kommen wir zu einem Kommentar von Markus. Hola und hallo. Und dann sage ich auch mal hola, muchas gracias. Etwas Geschichtsstunde hat noch niemandem geschadet, finde es durchaus interessant. Markus, ganz, ganz herzlichen Dank für dein Feedback. Das baut mich auf, das hilft mir ein bisschen weiter zu machen hier. Dieses Feedback ist sehr, sehr gerne willkommen. Danke dir. Dann kommt Robert und sagt, hallo Mike, das klingt interessant, coole Geschichte, das mit dem Umbranding. Dabei bezieht er sich natürlich, wo ich erklärt habe, warum wir auf unserer Farm oder unserem Hof
einen Big M mit der Lackierung von John Deere stehen haben. Und natürlich auch die anderen, alle anderen Anbaugeräte, die nicht ursprünglich von John Deere sind, die einfach umgebrandet worden sind, bezieht sich auf diese Geschichte eben, dass John Deere diese Geräte kauft, um Studien zu machen, um zu sehen, was die Konkurrenz macht. Freut mich, Robert, dass dir das gefallen hat. Schön, es war wieder so ein Blitzgedankengang. Kein Problem. Super schön. Okay, dann kommen wir zu ein paar Kommentaren von Toni. Und hier darf ich euch bitten, einfach dann das Video mal kurz anzuhalten. Es ist, ging, glaube ich, jetzt hier zu weit, dass ich alles durchlese. Auf jeden Fall, wie gesagt, Toni, ein sehr schreibgewandter Zeitgenosse, der auch eben gestern im Livestream auch in Rücksprache mit seiner Tochter, die Historikerin oder in dieser Gegend ist, also Sprachwissenschaft. Und hat hier noch ein bisschen Gedanken, Anstöße und tiefergehendere Ideen oder auch ein bisschen weitergehendere Geschichten über John Deere hinzugefügt. Also es tut sich absolut einen Gefallen. Man tut sich wirklich einen Gefallen, wenn man sich die Zeit nimmt, dies hier mal in Ruhe durchzulesen, was Toni hier noch hinzuzufügen hat. Und da muss ich mich einfach mal ganz klar bedanken bei Toni für deine Mühe und für dein Herz, was du hier in das ganze Projekt auch hereingibst mit deinem Dabeisein. Und ich denke gerade über ein Konzept nach, wie wir dich mit einbinden können, deine Geschichtsschreibung, wie wir das einbauen könnten. Da bin ich eben noch ein bisschen am Rumdenken, bin ich noch nicht jetzt zu einem schließlichen Ergebnis gekommen, aber ich habe dir gesagt, Toni, ich bin dran und ich melde mich Anfang Woche bei dir. Dann kommt ein weiterer Kommentar von Toni, der sagt, tolles informatives Video, aber eine Frage habe ich noch, waren das Lois Lane und Clark Kent und dann kommen diese Emoticons. Toni, ich bin mir nicht ganz sicher, wie ernst diese Frage gemeint ist. Wenn du mir sagst, dass die Frage tatsächlich ernst gemeint ist und du mehr über Lois und Clark erfahren möchtest, dann kann ich das natürlich gerne in einem späteren Video nachholen. Ja? Also Lois und Clark oder was er hier sich auf was er sich bezieht, sind die Entdecker oder die, die Entdecker gewesen, die weite Landstriche von Nordamerika auf sogenannten Kreuzzügen oder nicht kriegerischen Kreuzzügen, sondern einfach Erkundungsgänge entdeckt haben und halt immer wieder in der Geschichte von dem frühen Vereinigten Staaten auftreten, als Pioniere in dem Sinne. Aber wenn wir da ein bisschen mehr haben wollen, dann auf jeden Fall, Toni, bitte sag mir Bescheid. Ich kann gerne hier auch noch einen Ast aufmachen von der Geschichtsschreibung hier, mal gucken, was wir hier rausfinden, ja? Und dann noch ein dritter Kommentar. Also ich finde die geschichtlichen Aspekte in deinen Videos immer gut. Vielleicht baust du ja noch berühmte Persönlichkeit aus Idaho mit ein oder andere geschichtliche Ergebnisse rund um Idaho und auch deine Idee zu der einen oder anderen Maschine, was zu erzählen, wäre cool. Mach weiter so, wie gesagt, ich würde mich sehr freuen, wenn ich Teil des Projektes werden darf. Okay, hier kann ich im Prinzip einfach nur sagen, ja, ich habe tatsächlich vor, Persönlichkeiten aus Idaho vorzustellen. Auch klar, wie gesagt, es gibt so viele geschichtliche Aspekte überall in der Welt, dass ich halt, dass wenn ich hier das auf 30 Minuten Video oder 35 Minuten Video beschränke, halt einfach wirklich nur tranchenweise machen kann. Also ich kann natürlich nicht alles in ein Kapitel reinnehmen, sondern ich möchte einfach versuchen, dass man diese Fortsetzungsgeschichte halt über jedes Kapitel hinweg irgendwie einen Aspekt aufzeigt. Und genau, also wenn ich jetzt zum Beispiel jetzt in diesem Kapitel nicht dazu komme, ist es, weil ich mir die Zeit genommen habe, eben die Kommentare durchzugehen. Also muss hier, die 30 Minuten ist nicht lang, ne, ist nicht lange Zeit, die tatsächlich vorhanden sind, um tiefgehend in die Geschichte einzugehen oder eben auch tiefgehend
diese Bewertung oder diese Kommentare zu bearbeiten. Braucht ein bisschen Geduld und deswegen, ja, deswegen auch ein mehrteiliges Konzept oder Projekt, wo eben ja auf lange, längere Frist die Information kommt, ja. Wunderbar, ich möchte mich auf jeden Fall ganz, ganz herzlich bedanken bei all denen, die Kommentare hinterlassen haben. Bitte, falls ihr auch das Gefühl habt, dass ihr auch quasi namentlich erwähnt werden wollt, oder wenn ihr einfach irgendetwas auf dem Herzen habt, was vielleicht zu dieser Geschichte passt, oder vielleicht auch zu mir, zur Person, wenn ihr was über euch erzählen wollt, vielleicht habt ihr da auch eine Geschichte, die ihr hinzufügen möchtet. Bitte doch einfach in die Kommentare, werde ich dies auch in eines der nächsten Videos mit reinbinden und vielleicht lernen wir uns so in diesem Weg gegenseitig ein bisschen besser kennen und ja, vielleicht finden wir sogar einen Freund dabei, ne? Das ist ja, man kann es nie wissen. Also zum Zeitpunkt dieser Aufnahme hier haben sich bisher 463 Personen das Abo geholt. Und ich erwarte, dass wir in Kürze dann die 500 erreichen. Also bitte achtsam sein. Ich werde auf jeden Fall auf die 100, auf die 500 Abonnenten hin einen extra Livestream machen. Einfach das Abo da lassen, damit ihr diesen dann nicht verpasst. Es wird definitiv dann ein Mitmach-Livestream werden. Und zwar mit großer Wahrscheinlichkeit wird es hier sein, auf dieser Farm hier. Das heißt, hier kommt, dass man quasi schon mal den ersten Tag der offenen Türe zelebrieren hier zu dem quasi Ereignis, dass wir eben 500 Follower haben. Und dass dies quasi dann genutzt wird, hier eben wirklich einen Tag der offenen Tür zu zelebrieren, wo wir gemeinsam entweder Aufträge machen und genügend Maschinen sind da. Wenn nicht, dann werden noch Sachen angemietet, also gerade Anbauteile und so weiter. Das kann sein, dass da das eine oder andere fehlt. Traktoren sind da, überhaupt kein Problem. Und ja, dann werden wir dann sehen. So, lassen wir mal diesen Ausschweifer jetzt ein bisschen außen vor. Wir sind gerade dabei hier, also ich bin gerade dabei, den Helfer hier abzutanken. Und zwar ist das der Robert, der fleißig drischt heute. Den tanken wir jetzt hier ab, bis wir den Hänger hier komplett voll haben. Und dann füllen wir den nächsten und dann fahren wir beide runter, dann, wenn wir alle voll haben, von alle drei Ernten, dass wir Stück für Stück die verkaufen oder abliefern können. Weil, wie gesagt, das Spiel erkennt nicht, welchen Vertrag wir jetzt abliefern würden. Daher, also, das ist einfach der Versuch, das korrekt zu machen, so dass es alle drei Aufträge dann anerkennt. Also, er ist wieder leer, dann können wir wieder stehen bleiben und können weiter gucken zu mal der Ballenpresse hier. Die haben wir hier in der 51, da stimmt was nicht, da ist irgendwas schief gelaufen. Da ist jemand über eine rollende Balle rübergefahren. Okay, kommt vor, das ist nichts Schlimmeres. Das ist gelöst. Das heißt, ich würde jetzt hier einfach mal sagen, machen wir dann gleich weiter. So, schalten wir hier wieder ein. Ach so, das ist das stimmt, das stimmt, das stimmt. Das geht ja hier nicht, weil ich habe ja diesen manuell gefahren. Also der ist nicht an dem Kurs, ich bin nicht genau an dem Kurs gefolgt, daher dieser Versatz. Also deswegen muss ich das hier auch manuell machen. Ist nicht schlimm, ist passiert, ist einfach eine kleine Ergänzung hier. Aber warum er jetzt nicht aufnimmt, weiß ich nicht. Okay. Das heißt, zurückfahren und dann hier aufnehmen die Schwatt. Okay. So, auf jeden Fall geht es hier vorwärts. Wir werden hier in Kürze. Also hier muss man ja jetzt immer wieder anhalten. Das ist bei diesen Rundballenpressen so, dass wir nicht einen Fastball genommen haben, weil der Fastball einfach nicht die großen Ballen pressen kann. Der kann nur die 125er, glaube ich. Und ich wollte jetzt hier die großen machen.
Okay, ich habe gesagt, das automatische Abladen soll an sein, aber das hat er nicht erkannt. Kein Problem, machen wir es also. Wunderbar, die Bahnen werden groß. Das ist jetzt hier, gibt es wahrscheinlich noch ein oder zwei Bahnen. Gut, das Gewicht des Hängers wird dann entsprechend auch groß werden hier. Dann habe ich, müssen wir dann eventuell noch den Träger wechseln, weil ich jetzt habe einen genommen, der ist nicht super stark. Ich glaube, ein R7. Okay, dann machen wir es so. Der braucht nur noch ein klein bisschen. Dann nehmen wir diese Restschwarz hier rauf. Okay, das war's. So, die Kammer ist leer. Wir können weitermachen. Wir gehen auf die letzte lange Schwatt. Nehmen aber hier diese noch mit da. Ja, also, ich habe im letzten Kapitel ein bisschen darüber gesprochen, über die Wichtigkeit oder die Bedeutung oder die, ja, die Bedeutung des Idahos Landwirtschaft. Also da sieht man, dass man sich wirklich täuschen kann. Also ich bin wirklich davon ausgegangen, das hat sogar irgendwie Toni in seinem Kommentar auch bestätigt, dass es hügelig und bergig ist. Aber trotzdem gibt es, glaube ich, gerade um die Region Boise, also der Hauptstadt, wahrscheinlich ziemlich viel Flachland oder flächeres Land. Ich habe den Yellowstone Nationalpark angesprochen. Also wer den Yellowstone Nationalpark nicht mit Idaho in Verbindung bringt, dann ist es auch komplett korrekt. Denn ich glaube, der Yellowstone Nationalpark, der ist zu 96% in Wyoming, also in dem Bundesstaat Wyoming. Dann glaube ich zu 3% zu einem anderen Bundesstaat gehörend und aber dann eben Idaho mit 1%. Daher ist wahrscheinlich Idaho der wenigsten Bekannte in dieser Hinsicht. So, diese Balle würde natürlich runterrollen, das ist klar, das werden wir nicht verhindern können. Also auf jeden Fall, ja, die vulkanische Erde, die wird ja überall sehr geschätzt als sehr fruchtbar. Und ja, der Yellowstone Nationalpark oder im Yellowstone Nationalpark soll ja angeblich, sagen wir mal, der größte inaktivste Vulkan der Welt sein. Der ist am Schlafen. Da haben ja irgendwie Forscher erwarten ja jederzeit, dass der mal ausbrechen würde oder könnte und haben eben auch die Befürchtung, dass wenn der dann mal ausbricht, dass er wirklich sehr, sehr große Einflüsse hat auf das ganze Weltklima, weil sich quasi dann die Sonne verdunkeln würde und dass der eben dieser Ausbruch dann so gewaltig sein könnte, dass eben sich sehr vieles in der weltweit ändern könnte. Das ist auf jeden Fall eine These oder Theorie, die ich mal gelesen oder gehört habe. Ich weiß nicht, falls ihr auch Informationen habt dazu, bitte in den Kommentaren rein. Ist für mich ein interessanter Aspekt, würde man sagen, mal ja, auf jeden Fall mal auch weiter mit reinziehen können dann. Wir sind jetzt schon wieder bei 20 Minuten, das heißt, wir machen hier jetzt einfach weiter. Ich hoffe, dass der hier den Berg wieder hochkommt, weil da oben diese Schwarte will ich noch mitnehmen. Ich will das als alles mitnehmen, was ich kann. Klar, kleine Flecken, die lasse ich dann außen vor. Und würde dann eben auch diese Ballenpresse dann schon zum Feld 56 rüberstellen. Nehmen dann da das Schwo auch noch mit. Und ja, so geht das seinen Weg. So, dann geben wir hier ein bisschen Gas. Und dann können wir diese Bahnen aufladen fahren. So, mal gucken, dass wir hier die Kurve korrekt nehmen, sodass er das mitnehmen kann. Und wieder ist es nicht geschehen, aber. Jo. Meine Frage, wer würde mitmachen bei all diesem Projekt Tag der offenen Tür? Wer möchte da reinkommen, zugucken? Dann kann ich den Link und die ganzen Mods vorbereiten und bereithalten für das eben, wenn wir dann die 500 Abonnenten haben, was sie dann machen können. Wird wahrscheinlich jetzt etwas Spontanes werden.
Wenn wir die 500 erreichen dieses Wochenende, würde es nicht am Wochenende geschehen, dann wird es wahrscheinlich am Montag oder dann würden wir eben dann vielleicht den Dienstagstream darüber machen, nicht über die Allstream Farm halt, dann würden wir dann ersatzweise erstmal da hier von streamen. Wenn das so ist, das werden wir dann sehen. Also wenn man halt den Allstream, Allstream Farm Stream erstmal auf den Donnerstag legen lassen und erstmal dann hiervon am Dienstag streamen. Das werden wir dann sehen. Also wir sind jetzt 83% voll. Wer weiß nicht, ob wir das voll kriegen würden. Ich denke nicht. Das heißt, ich würde hier jetzt mal aufhören und würde die jetzt auch gleich rüberfahren zum Feld 23. Wir könnten aber derweil eigentlich den Ballenlader mal den Auftrag geben, dass er die Ballen laden soll. Das geht ja jetzt mit dem neuen Cosplay. Da kann man im Prinzip sagen, er soll die Ballen suchen. So. So, mal gucken, ob das klappt. Also das sollte klappen, der sollte die eigentlich finden. Robert ist schon wieder fast bei 70%. Das heißt, wir müssen uns sputen. Das heißt, ich nehme jetzt erstmal diesen vom Feld runter, damit er nicht stört. Und dann jumpen wir kurz rüber zu Robert, damit wir den abfahren können, bevor er voll ist. Das ist nicht eine... Jo, wo ist er? Wo ist er, der Robert? Robert ist hier drüben. Ich bin hier. Wunderbar. Das heißt starten. Dann gucken, wo er gleich lang kommt. Das heißt, ich müsste wahrscheinlich hier lang fahren. Schneller bei ihm. Und da wird wahrscheinlich nicht mehr allzu viel reinpassen. Also ich muss noch mal ein bisschen Bezug ziehen, beziehen auf das, was ich letztes Mal gesagt habe, was wir rausgefunden haben über Idaho. Ich bin ja echt erstaunt darüber eben, dass Idaho sogar eine Markenkartoffel hat, die Idaho Potato. Ja, das ist echt eine spannende Geschichte. So, werden wir hier mal kurz versuchen, da dran zu bleiben. Der wird jetzt dann gleich Gas geben. Jetzt hält er an, jetzt schaltet er um und wird Gas geben. Das heißt, er wird jetzt beschleunigen. Was willst du denn? Ich verstehe dich nicht ganz, was du möchtest. Gibst du wieder Gas? Lässt mir keine Chance nachzukommen, so schnell gibst du Gas. Bleibst du wieder stehen? Ich verstehe dich nicht. Ich verstehe dich nicht, was du willst. Bitte sprich mit mir. Jetzt gehst du wieder vorwärts. Hast du Angst, dass wir kollidieren? Dann muss ich dir die Kollision aufstalten. Robert, ach, du wirst jetzt hier rüberziehen, dann sag mir doch was. Rede mit mir, Robert. Okay. Okay, ich warte mal kurz hier. Ich hoffe, dass ich dich jetzt packen kann dann. Du wirst hier wahrscheinlich nur eine kleine Ecke nehmen. Die haben das im 13er in der letzten Version von Crossplay. Die ist, also ich bin auf der abgedateten Version. Das ist die 7.0.1.3. Haben sie ein bisschen mehr Radius gegeben um die Drescher rum. Vielleicht ein Ticken zu viel. Aber es ist ja immer auch eine Gewohnheitssache. Ne? Man hat einfach nicht gerne, wenn etwas geändert wird, wenn man etwas quasi angewohnt hat. Aber das ist ja immer eine Frage der Zeit, bis man sich wieder umgewöhnt hat. Und ich sage halt einfach, es ist eine der wunderbaren Eigenschaften der Menschen, des Menschen, dass er anpassungsfähig ist. Und zwar mehr als man denkt. Okay, ich lasse Robert hier machen. Das macht nichts, das spielt keine Rolle. Der hat jetzt 9%. Ich hole die Ballenpresse.
Der hat hier auch wieder ein Problem mit einer Balle, nehme ich mal an. Oder der ist fertig. Der ist fertig. Der ist fertig. Wow. Schau mal hinein. Das ging ja schnell. Okay, dann werde ich dich dann auch. Ich glaube, das ist am einfachsten. Ich werde dich jetzt hier hinstellen, werde dann mal die Ballenpresse rüberfahren. Dann werde ich dich rüberfahren und dann ist gut. So, wunderbar. Gut, das ging ja schnell. Du warst jetzt sehr, sehr flink hier unterwegs. So, und dann steigen wir da rein. Nehmen die mit rüber zum Feld 56. Hinten ist alles in Ordnung. Vorne kommt etwas entgegen, aber da sind wir noch weit weg. Oder der ist wieder verschwunden. Okay, ich ziehe trotzdem noch mal was rein von über Idaho, und zwar spreche ich mal ganz kurz nur überblicksweise auf die Denkmäler oder die Sehenswürdigkeiten in Idaho. Und zwar fangen wir an mit den Naturdenkmälern. Und zwar ist es so, eben wie gesagt, also schon erwähnt wurde mehrfach der Yellowstone Nationalpark, wo Idaho 1% dran hat. Da werden wir, gut, das ist nicht jetzt ein Hauptbestandteil oder Blickpunkt jetzt für diese Serie der Yellowstone Nationalpark, weil es halt wirklich nur 1% von Idaho betrifft. Dann gibt es verschiedene Trails, ne? Das sind also Wege, wo Eroberer und Entdecker, Pioniere und andere Stämme diese Wege benutzt haben, um sich eben noch vor der Eisenbahn und den Flugzeug und der Straßen und so weiter fortbewegt haben, um eben das Land zu erkunden, entdecken. Und zwar gibt es eben, wie gesagt, verschiedene Trails. Der eine ist der California Trail, der kommt, wie der Name sagt, aus Kalifornien hoch. Dann gibt es den Lewis and Clark National Historic Trail, also der führt dann im Prinzip auf dem Pionierweg, was eben Lewis und Clark, den Lewis und Clark genommen haben, durch die nordamerikanische Nation, würde ich mal sagen. Also ich gehe auch hier nicht in die Details rein, sondern ich erwähne einfach nur, dass diese da bestehen. Dann gibt es den Oregon Trail, da kommen eben die Leute aus Oregon hoch und so weiter. Dann kurz hier mal hinstellen, so dass wir hier nicht im Wege stehen. Okay, dann können wir natürlich auch noch mal kurz auf die Kulturdenkmäler schauen. Und zwar gibt es hier zwei, die aufgeführt sind erstmal. Und zwar haben halt alle mit, also zwar hat der eine damit zu tun, ein Gedenk Natur, ein Kulturdenkmal für die vorherrschende Indio-Rasse, die hier gelebt hat, die Nez Perce, also Le Nez Perce. Das ist also eine der eingeborenen Rassen, die hier dann erstmal vertrieben worden ist. Da haben wir einen großen Nationalpark hingestellt, die daran erinnert. Und zwar, und das zweite Naturdenkmal, oder nee, und das zweite Kulturdenkmal, was hier erwähnt wird, ist das Mindoka War Relocation Center. Ich glaube, das hatte eine Funktion während des Weltkrieges. Und zwar bezüglich den japanischen Gefangenen. Die wurden, glaube ich, hierhin deportiert. Ich will da auch nicht zu viel reingehen jetzt hier, sondern einfach nur mal eine kurze Erwähnung machen. Falls euch einer der Punkte zusätzlich interessiert, wo ihr mehr erfahren wollt, dann kommentiert noch mir doch bitte, welchen Punkt ich ein bisschen eingehender beleuchten soll. Das würde ich natürlich dann sehr gerne tun, wenn ein Interesse daran besteht. Und ansonsten waren wir jetzt halt einfach hier zum Feld 56, machen wir das noch fertig, ernten wir das fertig. Und dann ist die Zeit auch schon wieder um. Also ich muss ganz ehrlich sagen, wenn man sich gewohnt ist, so 3 Stunden zu streamen und dann Geschichten zu erzählen innerhalb von 30, 35, 40 Minuten,
dann hat man einfach wirklich schwer einzuschätzen, wie viel da in ein Kapitel reinpasst, ne? Also kommt auch immer ein bisschen drauf an, was gerade noch getan werden muss. Also der Dresche, der ist am Tun, der Robert ist auf 42%. Ich glaube, den werden wir dann irgendwann mal abtanken, damit wir diesen Hänger voll bekommen. Und dann stellen wir den Ballensammelwagen jetzt hier mal auf diese Seite rüber, sodass wir nicht gerade den Schneiderwerkswagen zudecken, sondern etwa so. Okay, dann heißt, ich gehe hier rein, fahre den Robert bei der nächsten Bahn ab. Bin am Überlegen, ob ich nicht den einen Trecker, der am anderen Hänger steht, Kipper steht, ob ich diesen Trecker nicht tauschen gehe, weil der einfach wirklich sehr langsam ist und wir noch das Feld 23 haben. Das ist das, was am weitesten weg ist von diesem Lieferpunkt. Wobei es ja auch keine Rolle spielt. Wir haben Zeit, ne? So, ich bin bereit, Robert. Bitte halte dich diesmal ein bisschen an die Geschwindigkeit, damit ich irgendwie folgen kann. Nicht, dass du da plötzlich wieder auf 20 beschleunigst. Also eines ist klar, ich werde dich nicht komplett abtanken können. Das wird nicht mehr gehen. Aber auf jeden Fall will ich den Hänger trotzdem einfach ans Limit bringen hier. Er ist gleich voll. Wunderbar, das ist soweit. Das heißt, ich fahre den mal an den Feldrand. Zwar, wenn gerade nichts kommt, dann stelle ich den gleich auf die korrekte Straßenseite danach um. Hui. Das Gewicht drückt mich beim Kurvenbremsen nach vorne. Okay, stopp. So, dann nehmen wir eben jetzt den anderen. Dann warten wir hier auf Robert auf der nächsten Bahn. Okay, ich würde sagen, wenn wir jetzt hier warten und die Zeit dahin streicht und im Prinzip jetzt gerade nichts mehr zu sagen ist, würde ich sagen, schließe ich dieses Kapitel ab. Würde sagen, ganz, ganz herzlichen Dank fürs Dabeisein. Bitte gebt mir doch euren Daumen, falls euch dieser Inhalt gefällt. Holt das Abo ab, wollt ihr keine weiteren Videos bezüglich Farming Simulator oder Landwirtschaftssimulator verpassen. Wir sind auch gleich dabei. Ein Video zu machen, ein bisschen mit dem Hinblick auf das Precision Farming, was uns da erwarten könnte. Ich habe keine offiziellen Informationen von Giants bekommen, aber das wäre jetzt einfach mal ein spekulatives Video. Ich bedanke mich, würde sagen, bis zum nächsten Mal. Danke, tschüss und bye bye.